Nehmt bitte eure Bibeln zur Hand im 1. Johannesbrief, Kapitel 1. 1. Johannes, Kapitel 1. Wir lesen gemeinsam die Verse 6 und 7. Hier heißt es: Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und leben in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber in dem Licht leben, wie er in dem Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Amen. Das Thema der heutigen Predigt lautet: geheime Sünde. Geheime Sünde. Das ist mit Sicherheit nicht das einzige Anliegen dieses Textes, doch das ist mindestens ein Anliegen, was hier angesprochen wird. Deswegen möchte ich von diesem Text ausgehend zu diesem wichtigen Thema, was meiner Einschätzung nach circa die Hälfte der Christen betrifft, die hier im Raum sind, darüber sprechen. Wie komme ich darauf, dass es hier unter anderem um dieses Thema geheime Sünden geht? Also darum, verdeckte und nicht ans Licht gebrachte, nicht bekannte Sünde, dass das hier im Text vorkommt. Nun, um die Frage zu beantworten, müssen wir verstehen, wie Johannes die Wörter Licht und Finsternis verwendet. Ich habe diese Verse früher überhaupt nicht gemocht, weil ich dachte, weil ich ein falsches Verständnis hatte für diese Aussage. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und ich dachte damals, wow, das ist ja was ich sowieso nicht kann. Im Licht wandeln, wie Gott im Licht ist. Ich meine, das bedeutet doch unterm Strich Perfektion. Und deswegen hatte ich direkt so eine innere Abneigung gegen diese Verse. Aber wir müssen verstehen, dass Johannes mit im Licht wandeln nicht meint, ein moralisch einwandfreies Leben zu führen. Sonst würde es nämlich keinerlei Sinn ergeben, dass er zuerst sagt, wenn wir im Licht wandeln, und dann im gleichen Vers sagt, dann reinigt uns sein Blut von aller Sünde. Bedeutet, die Reinigung von Sünde findet nicht statt, damit wir dann im Licht wandeln, wie Gott im Licht ist, sondern wenn wir ins Licht treten und im Licht werden wir als wir selbst mit allem, was wir sind, offenbar, dann ist der Effekt, dass er uns reinigt. Also bitte versteh es richtig. Es gibt ein Christsein, was im Licht lebt, was nicht Perfektion bedeutet, sondern radikal vor Gott und auch vor Menschen, wenn auch nicht vor jedem in gleicher Weise, offen zu sein, sichtbar zu sein. Und es gibt, und das ist das Thema, eine Art von Christsein, in der man in der Finsternis lebt. Das bedeutet, dass da Dinge im Leben bleiben, die in der Dunkelheit bleiben. Das ist so ein bisschen, wie ich es erlebt habe, als ich meine Auto-Windschutzscheibe geputzt habe. Ja? Das ist jetzt ein bisschen spaßig, das Thema ist natürlich sehr ernst, aber nichtsdestotrotz veranschaulicht das, dass ich putze mir einen ab, von innen und außen putze ich meine Windschutzscheibe und mein Fazit ist super. Das ist absolut brillant sauber. Und dann passiert es aber, dass wir dann einkaufen fahren und unser Hof, der ist immer im Schatten. Dann fahren wir raus und auf einmal kommt erstmals Sonnenlicht auf die Windschutzscheibe. Und es sieht fürchterlich aus, es sind einfach voller Schlieren. Und meine Frau natürlich, sag mal, hast du nicht die Windschutzscheibe geputzt? Und die Sache ist, ich habe dann sie gebraucht, weil das, ganz ehrlich, das ist gar nicht so einfach, finde ich,
Sie ist aber absolute Expertin darin und sie hat dann das Ganze richtig blitzeblanke sauber bekommen. Was direkt auch ein Bild dafür ist, um was es heute geht, nämlich, dass wir, wenn wir ins Licht hineintreten, dann werden Dinge sichtbar, auf die wir auch aufmerksam gemacht werden und für die wir auch von anderen Hilfe brauchen. So, und jetzt das als einleitenden Kommentar. Ja, es gibt Sünden in unserem Leben, die können wir im Dunkeln halten, die können wir sogar vor uns selbst im Dunkeln halten, dass es uns nicht wirklich bewusst ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir heute über dieses Thema nachdenken. Ich glaube, es betrifft viele von euch. Ich sage das ganz offen. Es hat mich schon oft genug betroffen. Es ist eine Herausforderung und es widerstrebt uns, radikal im Licht zu wandeln. Und es ist gleichzeitig das Einzige, wie Christsein die volle Freude und das volle Glück entfaltet. Und das sehen wir auch jetzt hier im Text. Wir wollen über drei Punkte sprechen. Erstens die Auswirkungen geheimer Sünde. Es hat schlimme Auswirkungen. Zweitens die Auslöser für geheime Sünde. Also wie kommen wir überhaupt dahin, dass wir Sünde geheim halten? Und drittens die Auslöschung geheimer Sünden. Also da wollen wir natürlich praktisch darüber nachdenken, wie kann ich, wenn ich bisher teils in der Dunkelheit lebe, jetzt ins Licht mich hineinwagen. Erstens die Auswirkungen. Die erste Auswirkung ist Selbstbetrug. Wir sehen das in Vers 6, dort heißt es ja, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Es geht hier nicht um eine ganz klar vorsätzliche Lüge, dass jemand sich dazu entscheidet, ich werde jetzt sagen, dass ich im Licht wandle, obwohl ich in der Finsternis lebe. Nein, es geht hier um Christen, die Einstellung haben, dass sie in Gemeinschaft mit Gott leben und darauf hingewiesen werden müssen von außen, von jemand anderem, dass du dann lügst, wenn du nämlich im Dunkeln bleibst mit deinem Leben. Das heißt, wir sehen hier die große Gefahr des Selbstbetrugs. Und das ist, was mich auch sehr besorgt. Ich kenne das von mir, wenn du gerade in diesem Zustand bist, dass da Dinge in deinem Leben sind, wo du kämpfst, wo du eigentlich im Verborgenen lassen willst. Das Schlimme ist, du nimmst das gar nicht ernst genug, sondern du bist jemand, der sagt, ne, ich lebe ja mit Jesus. Vielleicht sagst du dir das, weil du deine stille Zeit pflegst, weil du hier immer im Gottesdienst bist. Deswegen brauchen wir diese Warnung gegen den Selbstbetrug. Und da nimmt Johannes kein Blatt vor den Mund. Wenn du sagst, ey, ich lebe mit Jesus und dein Leben ist in der Finsternis, nicht sichtbar, dann lügst du. Du tust die Wahrheit nicht. Und das ist ernst. Es ist Selbstbetrug. Es ist nicht nur der Betrug anderer und der Gemeinde, sondern es ist auch ein Betrug gegen mich selbst. Die meisten hier kennen das Beispiel, wo David den Ehebruch begangen hat mit Bathseba. Dann kommt der Prophet Nathan zu ihm und erzählt ihm die Geschichte von einem anderen Mann, der quasi David darstellt. Aber David war geistlich so selbst betrogen, dass er dann so reagiert und sagt, wer immer das getan hat, der soll des Todes würdig sein. Und Nathan sagt, du bist dieser Mann. Und auf einmal hört David auf, sich selbst zu belügen. Das heißt, verborgene Sünde meint nicht nur Sünde, die du vor anderen verbirgst, sondern wir kriegen es irgendwie gebacken, dass wir unsere Sünde vor uns selbst ein Stück weit verbergen. Und das merkt man oftmals dann, wenn Leute ihre Sünden vor jemandem bekennen. So viele sagen, erst wenn ich das mache, spüre ich plötzlich das Gewicht meiner Sünde. Das heißt, die Gefahr des Selbstbetrugs ist da. Es heißt hier ja im Text, in Kapitel 1, Vers 5, also in dem Vers vor unserem Text, dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis ist in ihm. Jeder Christ kennt die Erfahrung, ins Licht Gottes gestellt zu werden. Sonst kannst du kein Christ sein. Jeder Christ kennt die Erfahrung, wenn der Heilige Geist, während wir das Evangelium hören, wenn der Heilige Geist uns überführt und wir plötzlich, die wir bisher noch dachten, ich bin doch eigentlich ein guter Mensch und habe niemanden umgebracht, dass wir plötzlich sehen,
Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und auf einmal werden wir ins Licht gestellt und wir sehen, wir brauchen Reinigung. Und ach, Gott hat Reinigung geschaffen durch das Blut seines Sohnes. Also das ist der Eintritt in das Leben eines Christen. Aber danach soll das der Lebensstil sein, denn dann beginnt das Werk der Heiligung, bei dem Gott fortlaufend sein Licht scheinen lässt auf Dinge in unserem Leben. Und wir sollen immer ins Licht neu hineintreten, ja im Licht leben, um gereinigt zu werden. Kennst du diese Erfahrung? Weil wenn du das nicht kennst, dieses überwältigende Bewusstsein, wie schmutzig du vor dem lebendigen Gott bist, der Licht ist, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass du rettenden Glauben hast. Denn dann bist du noch nie wirklich verloren und bedürftig zum Herrn gekommen, sondern immer ein Stück weit als Gläubiger. Und das kannst du dir selbst auch nicht bewirken. Da kannst du dich nur auf die Gnade Gottes werfen und ihn darum bitten, dass er mit seinem Licht dein Herz durchleuchtet. Und er kann das tun, auch heute noch. Und möge er es in deinem Herzen tun, wenn du das nicht kennst. Es ist also Selbstbetrug. Das ist der erste Punkt. Genauso wie eine Blume im Licht der Sonne ganz herrlich wächst, genauso wächst die Sünde im Dunkeln der Geheimhaltung. Sünde bleibt niemals stehen. Die Bibel sagt, sie ist wie Krebs. Es ist eine Krankheit, wenn sie nicht behandelt wird, wird sie dich das Leben kosten. Und da habe ich auch Christen vor Augen, und das ist ein fataler Zustand, die unbekannte Sünde, also nicht bekannte Sünde im Leben tolerieren, aber sich mit dem Gedanken trösten, dass das Heil nicht verlierbar ist. Was ich von ganzem Herzen glaube, dass wen der Herr rettet, den wird er auch bewahren. Doch wie tut er das? Und das ist so ein fatales Denken, wenn du das bist, dass ich möchte das Messer des Wortes Gottes ziehen und es an die Kehle dieses falschen Denkens anlegen, damit dieses Denken heute niedergestreckt wird in deinem Leben. Ja, der Herr bewahrt seine Kinder. Doch wie tut er das? Indem er sie voller Treue und Gnade überführt von ihren Sünden und in ihnen Umkehr wirkt zu ihm. Das bedeutet, wenn du Sünde in deinem Leben im Geheimen tolerierst, dann trägst du das Anzeichen eines Ungläubigen an dir, denn du reagierst nicht mit Umkehr und Vertrauen auf Christus, sondern du schützt das und bringst es nicht ans Licht, was deinen geliebten Heiland am Kreuz durchbohrt hat. Das ist fatal. Und möge der Herr dir heute aufzeigen, wie geistlich krank dieses Denken ist, damit du heute damit Schluss machst und neu durchbrichst zu Freude. Zweitens, es verhindert Gemeinschaft. Das heißt hier, Vers 7, wenn wir aber in dem Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Das ist, Johannes benutzt hier so einen Parallelismus. Zuerst sagt er, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm, mit Gott haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir. Jetzt sagt er, wenn wir aber im Licht wandeln, haben wir Gemeinschaft miteinander. Gemeint ist die Gemeinschaft als Christen gemeinsam mit Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn, in der Kraft und im Wirken des Heiligen Geistes. Das hat Johannes schon zuvor gesagt. Schaut mal bitte in Vers 3. Dort hat er gesagt, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Christus. Also, das bedeutet, es zerstört Gemeinschaft, sowohl die Gemeinschaft der Gemeinde als auch die Gemeinschaft mit Gott. Es ist so traurig, wenn Christen in Gemeinschaft mit Gott leben, aber nicht wirklich. Und wenn wir als Christen miteinander Gemeinschaft haben, aber nicht wirklich. Ich kann von mir selbst sagen, wenn ich nicht radikal im Licht lebe, habe ich nie großartig Freude an Gemeinschaft.
Wisst ihr warum? Weil wenn du nicht du selbst bist und nicht das sagst, was dich quält und beschäftigt und in die Knie zwingt, dann ist die Alternative, dass du schauspielst. Und Schauspielen ist so anstrengend. Es befriedigt und sättigt deine Seele nicht, wenn du mit Leuten dich im Hauskreis triffst und jeder ganz tolle Beobachtungen zum Bibeltext gibt und ihr dann auch noch betet für die Gemeinde. So, alles gut, wunderbar. Aber wenn du nicht im Licht lebst, dann vernachlässigst du dein tiefstes Bedürfnis. Es ist wie, als würdest du in den Hauskreis gehen und da ist ein reich gedeckter Tisch und du schneidest das Essen für andere und lässt vielleicht andere essen und daran sich laben, aber du selbst verzichtest drauf. Und das ist dann so anstrengend. Und das ist vielleicht auch bei einigen der Fall. Du hast gar keine Freude am Hauskreis oder an gewissen Freundschaften hier in der Gemeinde, weil du nicht 100% im Licht lebst, sondern Dinge zudeckst. Und Bonhoeffer hat so einen wunderbaren Satz gesagt, das kommt aus dem Buch Tiefer, was wir als Gemeinde unterstützt haben. Ich kann euch nur Mut machen, das Buch zu lesen. Da gibt es ein eigenes Kapitel zum heutigen Thema Ehrlichkeit. Bonhoeffer sagt, es kann sein, dass Christen trotz gemeinsamer Andacht, trotz gemeinsamen Gebetes, trotz aller Gemeinschaft im Dienst allein gelassen bleiben. Und jetzt, das ist so wunderbar gesagt, dass der letzte Durchbruch zur Gemeinschaft nicht erfolgt, weil sie zwar als Gläubige, als fromme Gemeinschaft miteinander haben, aber nicht als die Unfrommen, als die Sünder. Oberflächliche Gemeinschaft als Christen nennt die Bibel gar keine Gemeinschaft. Deshalb sagt Johannes es hier so klar. Wenn, dann haben wir Gemeinschaft. Und das Blut seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Ich möchte euch Mut machen, dass ihr einen Hunger nach echter und ungetrübter Gemeinschaft mit Gott und mit seinem Volk hungert. Dass euch das nicht loslässt. Und dass der Herr dich heute davon wegruft und geistlich gesund macht. Drittens, und das ist der letzte Punkt von was die Auswirkungen sind, es zerstört die Freude. Vers 5, also das ist jetzt die Hinführung zu unserem Text, aber da sagt Johannes es uns ja, Vers 4, dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig werde. Boah, manchmal vergesse ich, dass die christliche Freude, die Freude in Jesus, die beste ist, die es gibt. Wenn die Freuden der Welt irgendwie Raum gewinnen, dann ist das immer ein Zeichen, dass wir zuerst die Freude an Christus verloren haben. Und wie wir die Freuden der Welt töten können und überwinden können, unsere Sünden ablegen können, ist, wenn die Freude am Herrn wiederhergestellt wird. Und das passiert dann, wenn du diese Botschaft hörst und dich ins Licht stellst, sichtbar wirst, nicht zurückhältst. Wenn Sünde nicht sichtbar wird, wird sie nicht gereinigt. Wenn sie nicht gereinigt wird, bleibt sie in deinem Leben. Wenn Sünde in deinem Leben bleibt, dann macht sie kaputt und knechtet dich und versklavt dich und du bist nicht glücklich. Das kann ich prophetisch über dich sagen. Wenn du ein wiedergeborenes Kind Gottes bist, dann hast du nämlich die Freude an Gott geschmeckt und die Welt kann dich nicht mehr befriedigen. Du willst raus aus deinem Zustand, glaube mir, glaube Gott, höre seine Stimme. Und diesen ersten Punkt, die Auswirkungen von geheimer Sünde, ich möchte das veranschaulichen durch eine Kindheitserfahrung. Früher war das dann oftmals so, meine Mutter hat gesagt, räum dein Zimmer auf und ich komme gleich und kontrolliere. Denn die wusste, ich war zwar noch ein kleiner Junge, aber bereits ein ausgewachsener Sünder. Und dann kommt sie in mein Zimmer. Und da gab es zwei unterschiedliche Situationen. Erstens, ich hatte mein Zimmer, das war eher selten der Fall, mein Zimmer gewissenhaft ordentlich gereinigt, ins Licht gestellt. Und wisst ihr, wie ich geschaut habe, wenn sie in mein Zimmer reinkam? Ungefähr so.
da steckt viel Wahrheit drin. Ich habe mich gefreut, dass sie reinkommt. Ich habe mich gefreut, dass ich nichts vor ihr zu verbergen habe. Ich habe förmlich gehofft, dass sie die Regale öffnet und kontrolliert. Doch, wenn ich es schlampig gemacht hatte, dann war es mir eine Last, sobald meine Mutter näher zum Zimmer kam. Und wenn ich damit durchgekommen bin, war ich froh, dass sie wieder weg war. So geht es dir mit Jesus und mit deinen Geschwistern im Glauben, wenn du geheime Sünde hast. Deswegen rufe ich dich aus diesem Zustand heraus. Bleibe nicht da. Lass dich nicht länger von der Sünde und vom Satan betrügen, sondern trete ins Licht. Ich will aber zweitens auch über die Auslöser sprechen. Wie kommen wir dazu? Und so langsam wird die Frage relevant, was ist es denn in deinem Leben? Klar, es geht dir einerseits um Sünden, von denen du weißt, die du geheim hältst. Aber weißt du, es geht auch um Sünden, die du eben gar nicht siehst, weil du im Dunkeln bist. Sind es bei dir tiefe Eheprobleme? Lebt dein Partner in einer Sünde, die eigentlich ans Licht sollte, aber du glaubst, ihn dadurch zu schützen? Also angenommen, ist jetzt ein Gemeindemitglied wohlgemerkt und ein Gläubiger. Und du glaubst, du schützt deinen Partner in seiner Sünde dadurch, dass du ihn so weiterleben lässt? Ist es ein vergangener Fehltritt von dir in der Vergangenheit, der bis heute nicht bereinigt ist, der nicht von dir ablässt, der dich vielleicht in deine Träume hinein verfolgt? Ist es bei dir vielleicht finanzielles Mogeln in eurem Ehebudget? Ich kenne das. Ich kenne das auch aus der Seelsorge. Wenn die Frau dann gewisse finanzielle Ausgaben zurechtrückt, damit sie mehr dafür oder jenes aufgeben kann, oder dass der eine Partner die Kinder in der Abwesenheit des anderen völlig so erzieht, dass er genau weiß, wenn mein Partner jetzt hier wäre, dann würde er das nicht gutheißen, was ich jetzt tue. Ist das eine Neigung in deinem Leben, was du nicht teilst? Ist es vielleicht sexueller Natur? Du bist in deiner Beziehung, in der du noch nicht verheiratet bist, zu weit gegangen und das mehrfach und du verbirgst das? Seid ihr vielleicht als Ehepaar sexuell in eine falsche Richtung gegangen? Ihr Lieben, es gibt alles. Und wisst ihr, ich spreche hier so krasse Sachen an, weil ein Herzensanliegen für mich ist, dass wir aufhören, hier als Hoffnungskirche so ein bisschen ein Image offiziell uns zu geben, dass wir der Club der Gerechten sind und anfangen anzunehmen und es als normal zu betrachten, dass wir ein Krankenhaus für Sünder sind und uns, egal wie es sich dann auslebt, alle die gleiche Verdorbenheit mit uns rumtragen. Ein Ehepaar kann dadurch in Sünde stürzen, dass sie mit der Sexualität, wie Gott es eigentlich möchte, nicht zufrieden sind und anfangen, gemeinsam sexuelle Inhalte, sei es Softporno, Hardcoreporno, sich anzuschauen, weil sie dadurch in Fahrt kommen. Ich will dir sagen, ich sage das, weil wenn du das bist und du kommst zu mir, oder du gehst zu einem anderen Ehepaar oder zu einem der Ältesten, bist du dir darüber im Klaren, dass du nicht verstoßen wirst? Bist du dir darüber im Klaren, dass wenn du Sünde bekennst, du hier auf Gnade stößt? Wenn du ins Licht trittst, reinigt dich das Blut von aller Schuld. Hab keine Angst davor, ins Licht zu treten. Ja, und was kann es nicht alles sein? Der abendliche Genuss, das Wachbleiben bis in die Morgenstunden, wenn dein Ehepartner schon eingeschlafen ist und du was, weißt der Kuckuck was machst. Oder dass du als Mann vielleicht gar keinen geistlichen Input in deiner Familie gibst und deine Frau das machen lässt. Und ich habe das, mehrere Frauen kamen auf mich zu in der Familienserie, haben das geklagt. Mein Mann betet nicht mit den Kindern, mein Mann macht nichts in Richtung Familienandacht. Der redet keinen Ton über Jesus und vielleicht ist das bis heute einfach geblieben.
Und so gibt es, ja, oder auch hier, Flirten mit der Kollegin und dein Partner weiß nichts davon und du hast dich da an was verrannt. Ich will so viel wie möglich hier adressieren, was wirklich ganz konkrete Dinge sind, damit du weißt, ey, egal wie es ist, und sei es auch, dass du mir sagst, du bist ein Drogenboss, ja, klar, das wäre schon richtig crazy, aber nichtsdestotrotz, trete ins Licht, wirklich. Es bringt nichts, im Verborgenen zu bleiben, wenn der Herr dich ruft und du genau weißt, dass du da raus musst. So wie es bei David notwendig war, dass da ein Nathan kam, so ist es auch bei uns Christen notwendig, dass wir unsere Sünde, gerade auch da, wo Kampf ist, da, wo wir zu etwas geneigt sind, dass wir das bekennen. Und ich kann mir vorstellen, wie du dich jetzt fühlst. Wenn ich das anspreche und du weißt, da ist was in meinem Leben, dann bist du so ein bisschen wie dieses Tier, was man im Wald findet, was sich in irgendeinem Draht zerheddert hat. Aber sobald du als Mensch kommst und dich dem wilden Tier nahst und es befreien willst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das Tier, wenn es noch nicht verzweifelt genug ist, dass es um sich beißt und kratzt und kläfft und dich verletzt. Denn der Sünder will nicht gefunden werden. Da erleben wir eine ganz schräge Ambivalenz in unserem Wesen. Nämlich, dass wir einerseits ein ganz tiefes Verlangen nach Licht haben. Das bedeutet, danach ganz und gar gekannt zu sein und dann aber nicht verurteilt und weggeschickt zu werden, sondern auf Annahme zu treffen und völlige, bedingungslose Liebe. Und andererseits ist da eine tiefe Liebe zur Finsternis, weil wir genau wissen, da ist etwas an mir und in meinem Leben, von dem ich nicht will, dass jemand das sieht, und ich will nicht ins Licht. Nur Gott kann dich ins Licht rufen. Aber hab keine Angst. Jesus hat das so wunderbar gesagt. Er ist das Licht der Welt und er ist nicht in die Finsternis gekommen, damit er die Welt richte, sondern damit wir durch ihn gerettet werden. Doch deine Liebe zu dieser Finsternis, die muss gebrochen werden durch Christi Liebesruf, dass du weißt, ich muss da nicht bleiben und er wird mich nicht wegschicken. Es kann ganz konkrete Hindernisse geben, die dich bisher davon abgehalten haben, deine Sünde zu bekennen. Ist es deine Prägung? Eine Schamkultur, dass vielleicht auch so geredet wurde, dass vielleicht auch so die Gemeindekultur gewesen ist, aus der du kommst, das sollte niemand erfahren. Sag das ja keinem, sonst denken die Leute, Punkt, 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 das ist alles teuflisch. Gemeinde ist kein gerechten Club, sondern ein Sünderkrankenhaus, ganz, ganz wichtig. Ja? Uns ist auch Heiligung wichtig, aber Heiligung beginnt immer dann, wenn wir ins Licht treten. Da muss erstmal der ganze Dreck sichtbar werden. Und dann fängt der Herr Jesus an zu verändern. Rechnest du vielleicht nicht mit Gnade? Ich habe es gerade gesagt, sei mutig. Wer seine Sünden bekennt, so geht es dann noch im Text weiter, der wird feststellen, dass Gott treu und gerecht ist, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Hab keine Angst, du darfst mit Gnade rechnen. Ist es vielleicht, dass dir dein Ansehen zu wichtig ist? Dass du sagst, oh, dann denken die Leute oder dann denkt der Bruder. Ja, beides kannst du nicht haben. Wenn du dein Ansehen festhalten willst, kannst du nicht auch Christus festhalten. Und nur mal angenommen, jemand kommt, du kommst zu jemandem, dem du vertraust hier in der Gemeinde. Du haust raus, was du zu bekennen hast. Und du triffst nicht auf Gnade, sondern auf Hochmut, Arroganz, Unverständnis, keine Hilfsbereitschaft. Und vielleicht sagt er das sogar noch jemandem weiter und enttäuscht dein Vertrauen. Wenn das passieren soll, dann kann ich dir sagen, brauch es zur Rechtweisung. Und zwar nicht für dich, der du deine Sünden ins Licht gebracht hast, sondern für den anderen. Vielleicht sagst du, aber ich bin ein Leiter. Ich bin jetzt schon in der Hauskreisarbeit, ich bin in der Jugendleitung, ich leite eine Kindergruppe. Wie könnte ich es ans Licht bringen? Oh, dann wird es richtig gefährlich. Ihr Lieben, lasst uns in diesem Jahr mutig sein, eine geheiligte Gemeinde zu sein und nicht eine funktionierende. Deine Leiterposition ist weder dem Herrn Jesus
noch uns das Wichtigste an dir, okay? Wir sind auf Wiederherstellung aus. Jona ist gefallen. Er kam letztendlich, nachdem der Herr ihn hergestellt hatte, ziemlich radikal, wieder in seinen Dienst und rief Ninive die Botschaft Gottes zu. Mose, nachdem er gemordet hatte, wurde vom Herrn in den Dienst gestellt. Petrus, nachdem er Christus verleugnet hatte, wurde direkt in den Dienst eingesetzt. David, nachdem er Ehebruch begangen hatte, wurde, nachdem er seine Sünden bekannt hatte, weiter vom Herrn in seinem Königtum bestätigt. Hab keine Angst um deine Position. Und wenn es auch so wäre, dass wir sagen, hey, du solltest für eine Zeit lang deinen Dienst in der Leitung ruhen lassen, bis deine Beziehung zum Herrn in dem Fundament wieder fest genug ist. Und dann bist du einer von denen, wo ich ganz besonders dahinter stehen würde, dass du Leiter wirst. Denn du hast offenbart, dass du vor dem Herrn lebst und nicht vor Menschen. Hab keine Angst. Sei mutig. Bring es ans Licht. Drittens, letzter Punkt der Predigt, die Auslöschung geheimer Sünde. Wie sehr bete ich und hoffe so sehr, dass diese Predigt was auslöst. Dass die geheimen Sünden gelöscht werden, indem sie ans Licht gebracht werden. Dass das heute beginnt in unserer Gemeinde. Da ist so viel Geheimnistuerei, ganz sicher. Die Gefahr ist so groß, gerade in unserer individualistischen Gesellschaft, die dir sagt, bleib für dich allein, mach dich nicht zu abhängig, mach dich nicht zu verletzlich und so weiter. Alles anti-göttlich. Und nur als Beispiel, dann passiert es, dass dann eine Gemeinde, habe ich gehört, ein Männer-Event macht. Ja, Männertag, wird ein Prediger eingeladen, Input zum Thema Mann sein, alles trocken, alles einfach geht in den Kopf, aber niemand hat so richtig Freude, überhaupt dort zu sein, bis ein Mann nach vorne tritt ans Mikro und sagt, ich habe keinen Frieden mehr, ich muss euch jetzt sagen, ich bin total versklavt in Pornografie. Hat es einfach vor allen rausgehauen. Das Ende vom Lied ist, ein Mann nach dem anderen kam zum Mikro. Die ganze Truppe weinte miteinander. Das Problem war, das geplante Programm war schnurzpiep egal. Der Herr hat angefangen, ans Licht zu bringen. Und die Gemeinschaft dieser Männer war danach eine völlig neue, eine echte und wirkliche Gemeinschaft miteinander und mit dem Herrn Jesus Christus. Und das meine ich damit, dass ich mir so ersehne, dass wir radikal ins Licht treten. Also, die Auslöschung geheimer Sünde. Wenn wir im Licht bereits sind, dann geht es erst los, dass sein Blut uns reinigt. Das bedeutet, wirf das Denken wie Ballast von dir, was dir einreden will. Ich muss mich erst reinigen, damit ich ins Licht treten darf. Oh, wie oft habe ich das schon versucht. Habe mir gesagt, oh, ich kriege diese Sünde in den Griff und dann werde ich ehrlich mit anderen. Oh. Wenn du solche Sätze in dir selbst hörst, kann ich dir sagen, das wird so lange gehen, bis entweder du selbst oder der Herr es ans Licht bringt. Und jemand hat mal über John Wesley, Howell Harris hat einmal über John Wesley gesagt, als er in ihm einen gewissen Hochmut vermutete, ich bete, dass der Herr ihn im Privaten und nicht öffentlich demütigt. Ja, aber das muss ans Licht. Deswegen, erst wenn du ins Licht trittst, kann der Reinigungsprozess des Herrn und seine Gnade wirklich beginnen. Es ist der Unterschied zwischen Selbsterlösung und Gnadenerlösung. Beides kannst du nicht haben. Deshalb, lass dich selbst los, setze nicht länger auf dich. Du wirst das nicht packen mit der Sünde. Trete ins Licht. Und nur wenn wir ins Licht treten, dann haben wir das, was ich gerade beschrieben habe. Dann haben wir echte Gemeinschaft. Gott kommt nur mit einer Art von Sünde nicht klar. Nämlich mit der, die wir nicht zu ihm bringen. Und wisst ihr, was auch so wunderbar ist an diesem Leben im Licht? Wenn wir jeden Tag im Licht leben, dann passiert es auch jeden Tag, dass uns unsere Sünden ans Licht gebracht werden. Vor uns selbst, vor dem Herrn, vor anderen Christen
Und wenn das passiert, dann werden wir auch täglich mit unserer eigenen Sünde konfrontiert und wir erfahren genauso täglich den herrlichen Zuspruch der vergebenden Gnade Jesu. Das bedeutet im Endeffekt, Leben im Licht sorgt letztendlich dafür, dass Jesus dir an jedem Tag neu lieb und teuer wird. Und vielleicht ist Jesus dir deshalb nicht mehr so lieblich, wie er einst war, weil du genau das zugelassen hast. Du lebst nicht mehr radikal im Licht. Das Evangelium lässt dich kalt. Trete ins Licht. Lösche deine geheimen Sünden. Und das sehen wir auch in der Bibel, ihr Lieben. Apostelgeschichte 19:19. Sie kamen und bekannten ihre Taten. Die machten das öffentlich. Die machten das öffentlich. Jakobus 5:16. Hier als ein Befehl. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander. Du bekennst es jemandem und der sagt, weißt du, ich werde für dich beten. Ich eile dir im Geist zu Hilfe. Und der Herr wirkt Gemeinschaft und Sieg über die Sünde. Galater 6, Vers 2. Und hier geht es eindeutig um Sünde. Ja? Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das bedeutet, es geht nicht einfach, und vielleicht ist das auch eine Angst, die du hast. Ich glaube, wenn ich jetzt meine Sünde bekenne, dann wird sofortige, hundertprozentige Änderung erwartet von mir. Nein, wird es nicht. Klar, es wird eine Abwendung von der Sünde erwartet. Klar, natürlich. Aber hier steht ja, tragt einer des anderen Last. Es geht um einen Prozess. Und das ist schmerzhaft, aber es tötet deinen Stolz, wenn du immer wieder auch für eine Zeit vielleicht kommen musst und sagen musst, ey, ich bin da wieder gefallen. Oder sagen musst, ey, ich ringe so sehr damit. Bete bitte für mich. Oh, wie herrlich. Und ich habe die beste Beziehung mit Leuten von euch, mit denen ich auf diesen Punkt vordringen durfte, dass wir radikal einander die Sünden bekannt haben. Oh, was für eine Liebe ist da zueinander, wenn man wirklich so gekannt ist und geliebt ist. Das Wunderbare ist, wir erleben das Evangelium, was uns von Jesus her zufließt, parallel auch in unserer Gemeinschaft, ganz erfahrbar und greifbar. Die Vergebung, die Christus uns zuspricht, bekomme ich auch durch andere Geschwister zugesprochen. Die Annahme, die Jesus mir schenkt, bekomme ich ganz augenscheinlich vor Augen gehalten, indem ich dann von dem angenommen werde, dem ich mich anvertraut habe. Die Hilfe Christi bekomme ich auch durch euch, meine Geschwister, zur Seite. Auch das Gebet Christi als mein Hohepriester wird auch durch euch realisiert, indem ihr für mich betet, wenn ich mit Sünde kämpfe. Wir können es so sagen. Wandeln im Licht vor Gott und Menschen sorgt dafür, dass wir das Evangelium in verstärkter Weise wirklich erleben. Die volle Ladung, vertikal und horizontal. Wie herrlich kann doch Gemeinde sein, wenn wir im Licht wandeln. Ihr Lieben, ich möchte uns aber auch warnen, wenn es um das Auslöschen von Sünde geht. Dessen bin ich selbst oft genug schuldig geworden. Ich nenne es ein halbes Sündenbekenntnis. Ein halbes Sündenbekenntnis. Das ist etwas, wenn du etwas von dir bekennst, aber Dinge zurückhältst. Und nur um das zu qualifizieren. Erstens, mit im Licht wandeln meine ich nicht, dass jeder in der Hoffnungskirche jede einzelne Sünde von dir wissen soll. Nein, noch nicht mal die Hälfte der Hoffnungskirche. Es geht nicht um ein vollständiges Sündenbekenntnis. Das hat Luther verzweifelt versucht, als er noch auf dem Weg zur Errettung war und dachte, ey, jede nicht gebeichtete Sünde verlängert die Zeit im Fegefeuer. Nein, um was geht es? Es geht aber auch nicht um das Gegenteil, dass du vielleicht mal, dreimal im Leben von einer Sünde erzählst. Nein, Wandeln im Licht ist ein Zustand, ist ein Lebensstil, bei dem du alles mit gewissen Leuten, sei es deinem Hauskreis oder der Person deines Vertrauens oder deinem Ältesten, teilst, wo du eine Gefahr in deinem Leben siehst oder wo du die Tendenz wahrnimmst und erkennst, dass das ein Muster in deinem Leben ist, dass die Sünde die Tendenz hat, dich in ihre Krallen zu nehmen, dich festzuhalten. Diese Dinge und ich sage, der Heilige Geist, der wird dir das aufs Herz legen. Diese Dinge teile mit anderen. Das bedeutet aber auch, dass du, wenn du gefragt wirst, nichts im Leben hast, was du auf Gedeih und Verderb geheim hältst. Nein, und das ist die Herrlichkeit des Lebens im Licht. Es gibt nichts, was aufgedeckt werden kann.
Vielleicht kann was peinlich werden, aber es gibt nichts, was in der Verborgenheit ist. Kein Geheuchel mehr, sondern du bist echt. Ich würde mir das wünschen für unsere Hauskreise. Ich weiß, das kann man vielleicht nicht von heute auf morgen erzwingen, aber das sollte unser Ziel sein. Dass wenn wir Gemeinschaft haben, dass das, dieses Miteinander, das Wandeln im Licht, dass das jede Gruppe, jeden Kreis prägt. Und auch gerne im Gottesdienst. Wenn jemand hier ist, der sagt, ich möchte im Gottesdienst Zeugnis ablegen von meiner Sünde und mich ins Licht stellen oder auch erzählen, wie der Herr mich da letztendlich herausgeführt hat. Wunderbar, wie herrlich. Das würde vielleicht einen ähnlichen Effekt hier haben, wie das Beispiel, was ich vorhin erwähnt habe. Das heißt, gib bitte weder ein übertrieben vollständiges, penibles, gesetzliches Bekenntnis, aber auch kein halbherziges, halbes, sondern ein echtes und konsequentes. Keine Schönmalerei. Denn wenn du ein halbes Bekenntnis ablegst, geht der Schuss nach hinten los. Du glaubst, du vertiefst die Gemeinschaft mit deinem Bruder, mit deiner Schwester. In Wahrheit belügst du ihn durch halbe Wahrheiten und Lüge bringt Trennung. Du glaubst, du würdest Gott durch dein halbes Bekenntnis ehren, die Wahrheit ist, weil du, während du deine Sünden bekennst, sündigst, entehrst du Gott. Und es ist vielleicht noch eine Menge Hochmut dabei, weil du tatsächlich glaubst, so ein bisschen Sünden bekennen lässt mich ja als authentischen, ehrlichen und auch reifen Christen vor dem anderen aussehen, sodass es dir letztendlich, während du über deine Sünde sprichst, nur um deinen Hochmut und dein Ansehen vor anderen Leuten geht. Deswegen lass es eine echte Demütigung und ein echtes ins Licht treten sein. Aber wir haben auch einen Auftrag füreinander. Was bedeutet? Es geht nicht nur darum, dass ich den Auftrag habe, meine Kämpfe, meine Sünden mit anderen zu teilen, sondern dass in der Gemeinde auch die Freiheit sein sollte, dass ich angesprochen werde. Denn, und das ist zu jedem Zeitpunkt des Christseins der Fall, es gibt einerseits die Sünden in deinem Leben, von denen nur du weißt. Andererseits gibt es genauso immer sündige Neigungen in deinem Leben, die du selbst nicht sehen kannst, weswegen du andere brauchst, die dich voller Liebe und auch wahrhaftig darauf ansprechen und dir zu Hilfe eilen. Das ist wie mit der Sahne, wenn man Kuchen isst im Gesicht. Die Bartträger wissen, wovon ich rede. Zack, ein bisschen die Gabel falsch angesetzt und dann rennst du den halben Tag, wenn dich niemand lieb genug hat, um es dir zu sagen, rennst du den halben Tag mit Sahne im Gesicht durch die Gegend. Ich habe das in einem Buch gelesen, da war tatsächlich einer, der war gerade auf dem Weg zu einem Bewerbungsgespräch, ja, und ist da mit Sahne aufgetaucht. Das ist, und Sünde ist keine Sahne, Sünde ist Ernst. Das heißt, es ist ein Prozess, der in beide Richtungen geht. Lasst uns hier mutig sein, im Licht wandeln. Paul Tripp sagt es so, das Evangelium lädt uns dazu ein, die ehrlichste Gemeinschaft auf Erden zu sein. Ist das nicht wunderbar? Das Evangelium lädt uns dazu ein, die ehrlichste Gemeinschaft auf Erden zu sein. Und so möchte ich von diesem Text her euch zur Wahrheit rufen. Ihr Lieben, ich habe auch letzte Woche, als ich wusste, oder das ist schon vorletzte Woche, als ich wusste, dass ich über diesen Text predigen werde, da gab es auch so ein paar Halbwahrheiten in meinem Leben und ich habe auf einer Autofahrt meiner Frau davon erzählt. Und während ich das erzählt habe, also zuerst, mir stockten die Worte, weil ich gedacht habe, ey, jetzt plötzlich finde ich das total schlimm, wo ich es meiner Frau sage. Aber wie herrlich war es, die Erfahrung zu machen. Da gibt es nichts, was ich von meiner Frau, sei es auch nur halb oder ein bisschen verstecke, sondern sie kennt mich ganz und liebt mich und nimmt mich an. Es geht um nichts Geringeres als, wollen wir hier, dass das Evangelium in dieser Gemeinde lebt, oder wollen wir, während wir sagen, dass wir mit Gott und miteinander Gemeinschaft haben, die Religion der Selbsterlösung praktizieren? Da müssen wir Buße tun. Und wir dürfen mit Jesu Vergebung rechnen. Denn wenn wir heute ins Licht treten, was tut Jesus? Und das Blut seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde.
da kommt der Sieg über die Sünde, die uns quält, wenn wir ins Licht treten. Tu es heute. Warte nicht. Deine Sünde mag groß sein, doch auch für die großen und größten Sünden ist Christus gestorben. Ich wünsche mir, dass heute eine Bekenntniszeit ausgelöst wird. Und möget ihr doch nicht einfach jetzt beispielsweise das Seelsorgeteam überrennen oder nur die Gemeindeältesten beispielsweise, sondern das muss in die Hauskreise, das muss ins Miteinander, das muss mit in deiner Ehe passieren, das muss mit der Person, der du hier vertraust, passieren. Natürlich auch die anderen, aber sei mutig, wie auch immer. Hauptsache, wir treten ins Licht und leben im Licht. Und dann werden wir hier auf ganz neue Art und Weise die Freude und Herrlichkeit Gottes und seines Evangeliums erleben. Amen.